Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir stehen hier in, was ist das? Fohlenstrauß. Mein Gott. Und gucken hier auf unseren Eberhard, der guckt in die richtige Richtung, aber er ist noch nicht richtig eingestellt. Wir sagen ihm mal kurz, er soll mal eben anhalten und nicht wieder wegfahren. Wir haben nämlich letztes Mal, wie ihr euch erinnert, eine neue ICE-Strecke gebaut, beziehungsweise sie fertig gemacht. Sie führt hier durch den Wald, über die Berge, über Brücken, durch Tunnels und so weiter. Durch dieses Mittelgebirge oder was auch immer das für ein Gebirge ist. Und dann irgendwann kommen wir dann hinten in Leimen an. Eine weite Strecke und wir haben letztes Mal noch keinen Zug eingesetzt. Oh Mist. Ach komm, fahr weiter. Ich sehe gerade, es fehlen vielleicht noch Signale. Die werde ich jetzt noch nachliefern müssen. Und dann werden wir mit dem nächsten Zug mal mitfahren. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, was der Zug kann. Wie schnell er fahren wird hier. MacBeck hat gemeint, ja, die Steigungen sind zu hoch. Das hätte er also nicht gemacht. Wir haben ja hier gleich am Anfang, gehen wir wieder zurück hier, schon durchaus eine Steigung von hier oben, von da unten am See bis hier oben hin. Also ja, das ist mir auch bewusst. 140 Meter haben wir da, da unten sind wir auf 9 Meter. Das ist mir bewusst, dass es nicht optimal ist, aber es ist alles ein Kompromiss gewesen. Ich habe es auch angesprochen. Ich wollte nicht einen Tunnel von hier bis, ja, bis hier. Das wäre sonst, das wäre nämlich nötig gewesen, wenn ich das auf gleicher Höhe gelassen hätte. Na gut, das wird auf jeden Fall eine interessante Mitfahrt, die wir auch gleich machen. Ich werde jetzt erstmal noch die Signale setzen und dann fahren wir mit. Und dann werden wir selbst sehen, wie schnell der Zug fahren wird oder fahren kann. So, die Signale sitzen. Müsste alles passen soweit. Ich sehe gerade auch, dass die Museums-Jacqueline auch gut genutzt wird. Ich habe da gerade eben, bevor ich aufgenommen habe, nochmal zwei Waggons reingehängt, sodass die jetzt doch wieder ein bisschen länger ist. Passt gerade so, der letzte Mensch kommt nicht mehr raus. Ja, es passt. Museums-Jacqueline hat doch einige Leute, die da mitfahren möchten. Die ICE-Strecke sowieso. Also das sieht alles sehr gut aus. Und jetzt nehmen wir uns die ICE-Strecke und verlängern sie. Es ist ja eigentlich nur eine Haltestelle, die noch dazu kommt. Wir haben uns ja entschieden gehabt, oder ich habe mich entschieden gehabt, Stockach dreisterweise auszulassen. Der Zug fährt direkt dann vorbei, aber ich lasse es aus. Keine Ahnung, vielleicht können wir da, vielleicht bauen wir da irgendwann doch noch eine Haltestelle hin. Hier so mitten rein in die Höhe. Also nicht in diesen Bahnhof nehmen, den wir schon haben, sondern einen späteren oder einen entfernteren Bahnhof. Mal gucken. So ganz überzeugt bin ich auch nicht. So, also der ICE kommt hier an und rauscht hier rein. So, er hat auch alles erkannt. Wunderbar. Die Leute werden sich jetzt freuen, dass sie so schnell nach Fohlenstrauß kommen können. Deutlich schneller als mit, wer auch immer, der Friedrich ist das hier, glaube ich, der hier lang dampft. Und ja, jetzt bin ich auch gespannt. Liebe Leute, wir brauchen jetzt nur noch einen ICE, der da hinkommt. Der eine ist jetzt gerade unterwegs. 178, der muss, glaube ich, einen Berg hochfahren. Der nächste kommt ihm dann irgendwann entgegen, da ist er. Den schnappen wir uns dann. Den werde ich jetzt auch mal gerade festpinnen, dass wir den nicht vergessen. Genau, mit dem fahren wir gleich mit. Und ich bin schon sehr gespannt. Und dann habe ich mir überlegt, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben hier oben immer noch einen Ort, Trostberg, der nicht an irgendwas dran ist. Also der ist komplett trostlos. Also da geht gar nichts. Der Nico hatte die Idee, hier noch einen Flughafen hinzubauen. Und damit die Menschen von Trostberg nach Fohlenstrauß zu fliegen. Da ist ja auch schon ein Flughafen. Und ich überlege, ob wir den Flughafen vielleicht doch mal noch vergrößern sollten, weil... Nee, nicht diesen hier. Vielleicht sollten wir dann diesen Flughafen, der hier noch zu bauen ist, vergrößern. Keinen kleinen, sondern großen nehmen, weil wir wohl auch einiges an Gütern darüber abwickeln wollen. Wir haben zum Beispiel hier oben ein Ziegelwerk. Und das können wir nutzen, um Trostberg und um Coesfeld zu beliefern. Und Steine müssen wir dabei erst hinbringen. Wir haben hier nirgends mehr Steine nördlich des Flusses, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ein gewisser Steinmangel ist ja abzusehen, ganz klar. Und deswegen müssen wir das wohl mit dem Flughafen machen. Steine hätten wir zum Beispiel hier noch ein Werk übrig, das müsste ja wohl reichen. Oh, was ist denn da los? Ich sehe gerade, hier liegen jede Menge Werkzeuge rum. Wieso holt die denn keiner ab? Was ist da los? Ach du Schande. Am Berg. Du meine Güte. Oh, ist ja krass. Vier kleine Wägelchen sind da dran, da kommt er gerade. Komm, wir machen dich ein bisschen länger, du armer Kerl. Das gibt's doch nicht. Da kann, glaube ich, da kann man gleich noch einen weiteren Zug dranhängen.
Mittelmäßige Leistung. Oh Gott. Na gut, komm. Das ist schon mal ein bisschen mehr hier. Machen wir so. Und klonen die Brigitte. So. Brigitte 2 ist das natürlich. Die Werkzeug-Brigitte. Gut, nach Norden. Was sagen wir da? Das ist Zürich-Werkzeuglieferung. Wurde gerade abgeholt. Ja, es ist nur Amber hier gerade, das Riesenproblem. Das ist der Helmut. Der ist voll beladen. Da haben wir aber auch nur einen Zug. Ja, dann wir haben zwei Züge. Das müsste dann eigentlich ungefähr hinkommen. Gut, vielleicht auch nicht. Ungefähr kommt es hin. Wir lassen das mal so. Hauptsache die Werkzeuge nach Amberg werden abgeholt. Gut, der ist jetzt hier gerade auf 265. Letztes Mal haben wir es nicht auf 280 geschafft. Vielleicht schafft das diesmal. Was ich gerade am Sagen war, liebe Leute. Oh, bevor ich hier diese ganzen roten Zahlen sehe, dann mache ich mal lieber aus. Was ich am Sagen war, wir haben hier einen Steinbruch. Da konnten wir vielleicht hier irgendwo mitten rein nochmal einen Flughafen setzen. Das stört hier vielleicht eher niemanden. Ach, jetzt bremst er schon runter. Letztes Mal hat er es gleich auf 278 geschafft. Jetzt schafft er es nur noch auf 200, was habe ich gesehen, 75. Aber gut. Ja, hier könnte man wahrscheinlich gefahrlos einen Flughafen hinsetzen. Und dann Steine da hochliefern, fliegen. Oder, ich sehe gerade, dass wir hier auch noch Steine hätten. Wir haben ja auch ein Stahlwerk. Also es ergeben sich hier interessante Geschichten. Wir haben ein Stahlwerk, Erz und Kohle. Und wir haben hier einen Flughafen in der Nähe, den müsst ihr vielleicht auch vergrößern. Wir haben auch Steine hier und Ziegel, eine Ziegelfabrik. Ja, dann wäre das vielleicht klüger. Wir benutzen die Steine von hier, bringen die mit dem Zug oder was weiß ich darüber, nutzen auch diese Steine darüber. Und bringen dann vielleicht diese Ziegel hier, oh mein Gott, das wird wieder was Größeres, hier irgendwie entlang mit einem Zug vielleicht dahin, zu dem neuen großen Flughafen, um sie von dort aus dann nach ganz in den Norden zu fliegen, also wirklich ganz in den Norden, quasi zur Kartengrenze. Und auch der Stahl, von dem ich gerade gesprochen habe hier mit Kohle und Erz, auch Stahl könnten wir da mitfliegen. Ist natürlich viel, was dann nach da oben geflogen wird. Wir brauchen den Stahl da oben für die Warenfabrik. Ist natürlich die Frage, ob wir wirklich die Warenfabrik in Betrieb nehmen wollen. Es würde sich gewissermaßen anbieten, weil wir hier auch Plastik, eine Plastikproduktion haben. Und wir könnten auf dem Rückweg auch Erz wieder mit runternehmen. Für die Stahlfabrik, die ja eigentlich zwei Erze braucht. Auch diese Kohle haben wir noch nicht betrieben. Aber das klingt auch was. Auf jeden Fall wird es dann nicht so sein, dass der Flieger hier aus Trostberg leer nach unten wieder fahren muss. Also das wird wohl nicht so sein. Ich denke, da bildet sich langsam ein Plan. Oder fliegen wir lieber die fertigen Ziegel nach hier oben hin, anstatt die Steine hier hinzufliegen und dann noch was weiß ich wohin zu karren und dann wieder zurück. Ja, ich glaube, das ist besser. Also da haben wir auf jeden Fall im Süden einiges zu tun in nächster Zeit. Diese ganze Verbindung. Also es wird interessant. Es wird auch interessant, hier den Flughafen hinzubauen. In der Hoffnung, dass die Städte nicht allzu sehr davon betroffen sein werden. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Plan. Das machen wir. Und jetzt steigen wir auch gleich in den Eberhard ein. Und fahren eine Runde mit. So. Er lädt gerade noch auf. Haben wir da schon Leute, die nach unten wollen? Nach Leimen. Nee. Echt jetzt? Na, drei Leute sind gerade noch da. Steigen die jetzt ein? Ja gut, der lädt noch. Das dauert eine Weile. Und ich denke, wir können eigentlich den Eberhard auch nochmal klonen. Jetzt, wo die Strecke deutlich länger geworden ist. Wobei, vielleicht nicht jetzt. Wir haben hier den Eberhard 2. Der Eberhard 1 ist jetzt gerade dort, wo das Depot steht. Ich würde sagen, wir klonen, sobald wir mit dem Eberhard unten angekommen sind. Ja, und jetzt legt er auch gleich los.
Wir fahren gleich mit. Wir wollen nur kurz gucken. Oh, die drei Leihmänner sind nicht eingestiegen, haben keinen Platz gefunden. Das war bitter. Jetzt fährt er da besetzt mit Leuten, die eigentlich nach Norden wollen. Wir fahren jetzt nach Süden. Unfassbar. Na gut. Also, dann begeben wir uns mal auf die Strecke hier. Oh. Und machen eine schöne Mitfahrt mit, die, glaube ich, wirklich interessant werden könnte. Aber jetzt geht es erstmal steil bergauf. Also wir haben hier, was hat er vorhin gesagt, 140 Meter. Auf 140 Meter wollen wir kommen. Wir starten mal 10 Meter, also müssen wir 130 Meter Höhe zurücklegen jetzt in, auf den nächsten Kilometern. Und bin sehr gespannt. Also ich wage fast zu bezweifeln, dass er überhaupt auf 250 oder sowas kommt. Wobei vielleicht, sobald wir den Scheitelpunkt erreicht haben, irgendwann geht es ja dann noch bergab. Und da sind zwar auch einige Kurven, aber ich glaube, unter 250 sind die alle nicht. Also jetzt, am Anfang wird es wohl nicht schaffen, schnell zu werden, aber dann, sobald wir irgendwo mitten im Mittelgebirge angekommen sind und wo es dann bergab geht Richtung Leim, da kriegen wir das bestimmt. Vielleicht kriegen wir es über die 280 hin, wer weiß. Da oben eins der uralten Flugzeuge. Das wollen wir ändern. Wir wollen jetzt ordentliche Frachtflugzeuge holen. Wird auch Zeit, dass wir mal ein bisschen mehr mit Flugzeugen machen. Ja, also er hat ja schon schwer zu kämpfen. Er kommt ja kaum bergan. Ist ja auch voll besetzt. Ja, also diese Strecke für den ICE, die hat mir wirklich lange, lange Kopfschmerzen gemacht. Normalerweise plane ich so eine Schnellfahrstrecke schon von Anfang an. Man sieht es ja eigentlich in der Karte, wenn man drauf guckt, wo sie das anbietet, später irgendwie eine Schnellfahrstrecke zu bauen. Und bei dieser Karte habe ich es eben nicht gesehen, dass man die einfach gut machen könnte. Ich habe schon fast den Gedanken aufgegeben gehabt, bis... Oh, da geht's aber echt... Oh mein Gott, die Kletterziege, Eberhard. Ja, bis Bonsi gesagt hat, komm, mach doch mal eine. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, die Challenge gebe ich mir. So, das ist jetzt eine interessante Stelle. Oh, das ist aber keine schöne Weiche geworden. Ja, hier kommt das Krokodil. Das fährt da drüben zu unserem großen Steinbruch hin. Und hier rechts von uns, man sieht es jetzt nicht mehr. Das ist aber nicht... Ah doch, da. Da sind wir ja schon. Da fährt der Friedrich und der Christopher und die bringen Werkzeug und Menschen da hin und her. Da unten liegt ein Stockach. Ach, da ist es, da hinten irgendwo zwischen den Bäumen. Ja, jetzt nimmt er auch Fahrt auf. Sehr gut. Oh, ja, richtige Hochhäuser dort. Mitten im Wald, unglaublich. Ja, also wenn wir da vielleicht noch einen Halt einlegen, dann wäre das wohl hier irgendwo. Richtig schnell ist er hier noch nicht. Ja, man hat da unten Bremsen kreischen, aber man sieht nichts. Es ist zu viel Wald dazwischen. Ja, na gut, ich weiß nicht, ob wir da noch einen Stopp machen oder nicht. Jetzt gehört erstmal lange, lange nichts. Hier sind wir eigentlich weit ab von jeder Zivilisation entfernt. Wird sich perfekt eignen für den Flugplatz. Und jetzt geht es in den Tunnel auch noch. Grüne Signale, ist ja klar, ist ja niemand vor uns. Wir prüfen gerade erst, ob die Strecke überhaupt durchgängig ist.
Und interessant wird es dann auch gleich wieder, wenn wir mehr oder weniger aus dem Wald wieder rauskommen. Oh, was haben wir da, ein Kiefernwäldchen. Mit dem Flugzeug oben drüber. Sehr schön, ja, ungefähr hier. Da vorne werden wir dann gleich wieder über mehrere Strecken rüberfahren. Wir haben ja da extra eine Brücke gebaut über zwei Zugstrecken und eine Straßenbahnstrecke und alle dicht beieinander. Das. Oh, da ist schon einer. Man hört in Dieseln. Da ist sie. Man hat sie gerade gesehen, die Strecke. Da sind wir jetzt gerade drüber. Gut, viel sieht man nicht. Ich weiß auch gerade nicht, welcher Ort das ist. Bad Tölz wird das, glaube ich, sein. Oh ja, hier geht's rüber. Da rechts fährt jetzt die Tram. Da fahren wir jetzt gerade drüber. Ja, von hier oben sieht es tatsächlich eher langweiliger aus. Man sieht nicht viel, leider. Vielleicht sollte man mit der Tram mitfahren, da wird es wahrscheinlich interessanter. Oh, sag bloß, wir haben Stau auf einem Feldweg. So viel dazu, zu den Fetischisten, die immer sagen, nein, nein, ich baue meine Feldwege nicht aus, damit es nicht attraktiv wird. Sie nutzen sie trotzdem, obwohl sie so langsam sind, die Feldwege, und werden stattdessen nicht auf den Zug umsteigen. Schade. Ja, da müssen wir uns vielleicht mal anschauen, was da los ist. Das war die Strecke zwischen Hameln und Bad Tölz, wenn ich mich nicht täusche. Da fährt ja ein roter Pfeil im Moment. Da müssen wir mal gucken, ob wir den besser in Gang bringen oder ob wir da nicht vielleicht doch einen richtigen Zug einsetzen wollen. Wir fahren jetzt gerade durch Waldausläufer und ich meine, dass wir gleich auf offene Strecke kommen, wo dann eben auch kein Wald mehr da ist. Da war gerade wieder ein Hirsch. Ja, ja, das Wild. Das Wild gibt es hier auf dieser Karte. Und das da vorne rechts müssten die Hochhäuser von Weißensee sein. Das ist dann der letzte Ort vor Endhaltestelle Leimen. Ja, jetzt lassen wir den Wald auch hinter uns, denke ich. Wobei, da vorne kommt noch irgendwie so ein Riegel, meine ich mich zu erinnern. Da fahren wir noch einmal durch. Und Leimen ist ein kleines Örtchen direkt bei Heidelberg. Ich habe das nicht mal so benannt hier auf der Karte. Das wurde so automatisch eingesetzt. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht auch mehrmals gibt. Also auf jeden Fall gibt es das kleine Örtchen auch bei Heidelberg. Und ja, es ist, muss ich sagen, keine Reise wert. Da gibt's Zementwerke, Heidelberger Zement wird dort, glaube ich, irgendwie, was ich abgebaut. Heidelberger Zement ist, ich meine, ist das ein Konzern oder nicht, weiß ich. Das ist eine größere Heidelberger Firma und in Leimen wird das Zeug eben gefördert. Da gibt es, glaube ich, auch Steinbrüche und sowas. Also schön haben wir es da nicht. Wenn es nach mir ginge, müsste es keinen Ort namens Leimen hier auf der Karte geben. Aber gut. Und jetzt ist es auch noch Endhaltestelle für mit ICE. Und da haben wir auch fast schon Stau. Auch ein Feldweg. Und das müsste der Friedrich sein. Der fährt im Prinzip die gleiche Strecke wie wir jetzt gerade. Zwischen Leimen und Hohenstrauß. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob wir vielleicht, wie schnell wir geworden sind. Ob wir die 280 erreicht haben oder wie schnell wir gewesen sind. Schade. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Da bremst du ja schon wieder. Oh. Wir sehen schon, wir sind schon in Leimen angekommen. Und die bauen hier schon fleißig rum, obwohl da noch gar keinen Anlass dafür besteht. Vielleicht haben sie gedacht, oh ja, wenn wir jetzt schon die ICE-Strecke bekommen, dann werden wir schon mal vorsorglich alles ein bisschen ausbauen, damit wir auf jeden Fall schon mal so weit sind, wenn der Zug dann wirklich kommt. Jo, hier ist er, unser geborener Bahnhof. Dafür habe ich ja den gesamten Ortskern hier nochmal abgerissen.
beziehungsweise den alten Bahnhof auf das neu gemacht, damit wir hier mit dem ICE auch reinkommen. Ein paar Leute stehen schon da. Mit dem ICE werden wir jetzt auch den Eduard, nicht den Eduard, den Friedrich hier entlasten, weil wir ja auch die gleiche Strecke fahren. Meine Hoffnung ist ja, dass dann alle, die direkt nach Wohlenstrauß wollen, hier mit dem ICE fahren und alle anderen, die dazwischen drin anhalten, Bad Tölz, Weißensee, Stockach, dass die dann mit dem Friedrich fahren. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute aussteigen. Wir steigen auf jeden Fall aus. Es scheint niemand ausgestiegen zu sein. Was sind denn das für unmögliche Menschen da drin, die da eingestiegen sind, obwohl sie gar nicht nach Leimen wollen? Und die drei Leute, die nach Leimen wollten, die hatten keinen Platz mehr. Das ist ja unfassbar, oder? Unfassbar. Gut, wir werden den Kollegen jetzt klonen. Eberhard 3. Oder Eberhard der Dritte. Und da kommt auch gerade unser Friedrich. Voll besetzt. Sehr gut. Ah, das ist schon heftig hier, dass die Leute da einfach mitfahren. Nur weil es so viel Spaß macht. Ja, hier sind die Ausbauten, die Leimen schon fertig gemacht hat. Vielleicht sind wir da sehr gnädig und bauen da mal noch fix eine Brücke drüber, solange hier noch keine Häuser abgerissen werden müssen. Ich glaube, das machen wir, wenn wir gerade schon hier sind. Es könnte sich lohnen. Na, das kriegen wir hier vielleicht nicht mehr hin, ohne das Haus abzureißen. Dann machen wir das doch so. Mal gucken, ob das klappt. Das ist halt eine doch etwas größere Brücke hier. Bei 4 Gleisen. Macht er nicht. Das macht er nicht. Ja, bau mal fix eine Brücke, haben sie gesagt. Das geht ja schnell. Natürlich. Oh. Ah, so kriegen wir es hin. Ich will jetzt auch nicht mehr dran rumkritteln irgendwie. Gut, also es geht gerade nicht viel schöner. Ja, ich weiß nicht, was genau mir hier gerade vorschwebt. Sollen wir das so machen? Also richtig überzeugt bin ich nicht. Vielleicht gehen wir doch lieber hier hin. Wenn das geht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Sehr schön. Gut, da werden wir wahrscheinlich früher oder später noch eine Buslinie drüber hauen. Von daher, ja. Da werden wir uns auch irgendwann sowieso nochmal drum kümmern. Wir könnten hier den Kreis hier innen noch ein bisschen erweitern. Mit diesem Buskreis hier. Ja. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, planen wir mal hier unten, wie es weitergeht. Gucken wir erstmal hier die Emissionen rein, wie das da schon aussieht. Was war denn hier? Da. minus 60%.
Anscheinend leidet Weißensee ein klein wenig unter diesem Flughafen. Ich sehe auch gerade, wir haben auch nur ein, oder? Wir haben mehrere Felder in Betrieb. Okay, das hier wird eigentlich auch noch besser gehen. Was ist denn da los? Der wird komplett abgesaugt. Da ist alles weg. Der hier auch. Reicht zwei beknackte Bauernhöfe nicht, um eine Lebensmittelfabrik zu betreiben? Das gibt's doch nicht. Wir sind ja hier gerade auf der ersten Stufe noch. Oder auf der zweiten. Das ist ja der Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Ja gut. Ich überlege jetzt gerade, ob wir den Flughafen vielleicht ganz woanders hin machen könnten. Wo er niemanden mehr stört. Vielleicht hierhin, aber ich glaube, dass dann trotzdem Bad Tölz oder Hameln davon betroffen werden. Ich weiß nur, dass der Flughafen halt sehr hohe Emissionen haben wird. Ich weiß noch nicht, wie weit die sich dann darüber ziehen und welchen Kurs die Flugzeuge fliegen. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Aber es müsste eigentlich gehen, wenn wir den Flughafen hier nehmen und hier hinbauen. Die fliegen dann hoffentlich ihren Landeanflug hier außen entlang und starten hoffentlich dann in diese Richtung hier und werfen das nicht alles über Bad Tölz ab. Für Weißensee kann es nur besser werden eigentlich. Ja. Ja, da muss ich was tun. Güterflughafen. Dann wird es ein Güterflughafen. Oh, da geht's gerade los. Jede Menge neue Gütertrams. Ja, komm, weg damit. So, also wir können ja sagen, wo er landen soll oder wo er, aus welcher Richtung sie anfliegen sollen. In Richtung Start werden die Emissionen noch größer. Ich denke, wenn wir den hier hinbauen, dann müsste das einigermaßen passen, dass Weißensee davonkommt und Bad Tölz trotzdem nicht großartig erwischt wird. Ich weiß es nicht. Außer sie drehen hier ganz schnell eine Kurve drüber. Ich denke, es müsste passen. Also, so müsste das auf jeden Fall passen. So, da ist unser Flughafen. Man sieht hier genau den Unterschied, wo Rasen gemäht wird und wo nicht gemäht wird. Jo, ich denke, wir werden da einen Bahnhof dran machen. Weil wir doch einiges Zeug von hier aus Osten anschippern. Steine haben wir gesagt. Stahl haben wir gesagt. Ach, da haben wir noch Erz. Da haben wir auch noch Erz. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Wir haben also zwei Erze hier. Und eine Kohle. Noch mehr Kohle. Gäbe es hier. Wir hätten hier aber auch ein Stahlwerk, das im Moment noch nicht in Betrieb ist. Wir könnten, also ich habe mir überlegt, ob wir Steine von hier holen und hier runterbringen. Oder wir nutzen doch dieses Stahlwerk hier und nehmen statt der Warenfabrik ganz im Norden diese hier in Betrieb. Das Stahl haben wir dann schon hier so halbwegs irgendwie. Da müssen wir halt aus dem Norden den Kunststoff anfordern. Das heißt, die Flugzeuge nehmen in den Norden mit Ziegel und auf dem Rückweg bringen sie mit Kunststoff für hier. Das wäre vielleicht auch nicht so ganz schlecht. Dann haben wir im Norden auch noch ein bisschen das Problem, dass, glaube ich, Rohöl fehlt. Das würden wir theoretisch von hier bekommen. Zwei Rohölquellen, eine Raffinerie. Die könnten wir im Norden auch mitnehmen. Dann brauchen wir diese hier nicht.
Es ist nicht einfach, aber dann haben wir jetzt hier unser Öl. Und ich weiß ja nicht, wie ich das in den Norden bekommen soll. Vielleicht über diesen Flughafen hier. Also es wird auf jeden Fall einiges zu tun sein. Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich am Anfang alles gesagt habe. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Flughafen. Und den werden wir auch demnächst nutzen. Da, genau, die ursprüngliche Überlegung war, dass ich hier einen Bahnhof hinmache. Wir brauchen dann auch diese LKW-Strecke gar nicht mehr. Das Brot von hier, wo es gerade gelagert wird, da runterbringen, sondern es wird ja dann direkt hier draufgepackt, denke ich mal. Das können wir ja gleich nochmal ausprobieren. Na, da brauche ich keine ordentliche Straße, das war eher klein. Direkt zum Eingang hin. So, du bist eigentlich. Es reicht gerade nicht. Oder? Es reicht gerade nicht. Ja, es reicht locker nicht. Ach so, klar, wir haben ja hier den Eingang. Das ist jetzt aber auch. Was ist das jetzt hier? Es ist ein Güter. Okay, der ist für Güter gedacht. Vielleicht wird es passen. Boah, ich hätte die ganze Zeit ein Flugzeug irgendwie im Ohr. Es wird vielleicht. Na, es passt einfach nicht. Da werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, dass wir da noch eine kleine Strecke machen, die hier das Zeug darüber bringt. Oder es würde vielleicht passen, wenn wir da eben noch so ein Terminal hinbauen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee. Es schließt nicht an. Also wir brauchen hier dieses Hauptgebäude. Was ist hier? Also Hauptgebäude. Wie sieht's jetzt aus? Es reicht jetzt schon mal weiter, aber auch noch bis da. Ist ja krass. Moment mal. Es reicht bis hier. Aber wenn wir die Straße ein bisschen biegen, dann können wir hier ansetzen und dann reicht es wahrscheinlich. Hauptsache dahin gecheatet irgendwie. Na, also ich muss schon zugeben, schön ist es nicht. Ach komm schon. So. Jetzt geht's. Sehr gut. Okay, na gut. Liebe Leute, dann reißen wir das Hauptgebäude hier ab. Okay. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir weiter. Das wird alles, glaube ich, sehr kompliziert, wie wir was wohin bringen. Und wir werden die Umwelt deutlich verschmutzen mit irgendwelchen unnötigen Verbindungen, die eigentlich gar nicht notwendig wären. Aber wir wollen schließlich die Wirtschaft ankurbeln. Ja, gut, einen letzten Blick noch auf den Fluss. Was sagen denn was sagt unser Schiff hier? Haben wir das ersetzt mittlerweile durch. Ja, ich hätte das durch Hovercraft ersetzt. Das macht auch Gewinn. Tatsache. Also es war wohl einfach so, dass das Schiff, das wir hier im Einsatz hatten, einfach zu langsam war. Und jetzt wird es genutzt. Ist ja unfassbar. 18 Leute warten hier schon wieder. Auf der anderen Seite haben wir hier. Die Wild Starline ist es ja, da sitzen auch ein paar Leute und warten. 24 Leute wollen da weg. Ja, also merke, Schiff geht nicht, ist zu langsam, Leute wollen es nicht haben. Aber Hovercraft ist gut. Na gut, liebe Leute, ich bedanke mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.